Hier ist Fred von Fettspielen, 9. Episode Mad TV. Wir schauen, was wir heute senden können. Wir haben ja das letzte Mal, soweit ich weiß, uns einen schönen Krimi geholt und zwar einen weiteren James Bond. Und das ist ja genau das Richtige, was wir jetzt ins Vorabendprogramm reinsetzen können. Das Vorabendprogramm ist optimiert. Wir brauchen noch eine bessere Werbung. Der Sammy für selbstproduzierte Serien wurde nicht vergeben. Da macht ja auch keiner mit bei dem Scheiß. Und wir holen uns jetzt erstmal Werbung. Und das könnte sogar eine sehr, sehr gute Werbung werden. Obwohl wir Nike damit wahrscheinlich noch nicht knacken werden. Also 40% um 18 Uhr, das wäre schon echt heftig. Aber ich würde sagen, alles, was davor ist, das kriegen wir schon weg. So, was hat denn Perningham am Start? 41%, ja, Camel, das ist auch nicht schlecht. Die Camel-Zigarette. 4%, 41%, da war es 20er dazwischen. Bitte keine Kultur, wieder Juicy Cat. Also mit Juicy Cat haben wir echt schon einen Vertrag am Start. Immer mal wieder, schon Stammkunden. Nichts anderes läuft hier in unseren Werbeblocks. Dann werde ich das auch dieses Mal so weiter handhaben. So, 18 Uhr News haben wir wieder vergessen zu machen. Sehr gut, trotzdem sind wir hier die Besten. Und James Bond kommt mit 45%. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann Nike senden, ich kann Nike senden. Alles klar, ganz, ganz schnell wieder in die Werbeagentur rein. Wir holen uns was 41%iges am Start. Schnell, schnell, schnell. Camel, alles klar, machen wir. Voller Geschmack. Was passt dann auch besser zu einem Krimi? Sogar hier im Forscherbild hat er eine Fluppe drin, als wenn wir jetzt Zigarettenwerbung senden. Zigarettenwerbung im Fernsehen. Meine, das sind ja wie Geschichten aus einer anderen Zeit. Das ist ja schon längst verboten und verdrängt, aber hier geht es noch. Camel, voller Geschmack, volle Quote, 40%, 45% haben wir, 41% brauchen wir und das Ding ist durch. Sehr geil. Okay. Was? Letzte Produktion wurde nicht gesendet. Keine Ahnung, wovon ich spreche. Vielleicht von Kultur heute. Das werden wir auf jeden Fall heute wieder senden. Jetzt brauchen wir aber auch was für 20 Uhr. Einen richtigen Blockbuster brauchen wir. Ghostbusters ist mir zu lasch. Da will ich was anderes. Was haben wir denn noch? Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Den hätten wir auch mal. Der hat gar nicht so eine schlechte Quote bekommen eigentlich, ne? Der war eigentlich nicht schlecht. E.T. hat uns ja das letzte Mal schon enttäuscht. Highlander. Ah, so richtig reinhauen tut dir gar nichts, ne? Wir können es noch mal versuchen mit Roger Rabbit. Ja, ob der aber 40% schafft, weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen auch mal die News optimieren, um die Leute bei der Stange zu halten. Das ist echt immer tatsächlich eine Sache. Wenn man die News wirklich immer frisch hält, dann schalten die Leute nicht weg. Und das heißt, die Chance, dass wir sie rüber retten ins nächste Programm, steht dann nicht schlecht. Machen wir das Ganze. Sowjetrussland, Kohl, Helmut Kohl war damals zu dieser Zeit, als MadTV am Start war, tatsächlich auch noch der Kanzler unserer Bundesrepublik Deutschland. Deswegen ist er auch hier in den Nachrichten. So, wir haben ja auch Kohle, 475.000. Wir können uns ja eigentlich auch noch einen geilen Film leisten. Mal schauen, was es da noch im Angebot gibt. Aber James Bond war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl. 43% hier um 19 Uhr. Das ist ja der Wahnsinn. Top Gun läuft wieder bei Sun TV und Ferris macht blau. Die senden auch immer die gleichen alten Schinken, oder? Also es wird echt Zeit, dass wir hier mal Nägel mit Köpfen machen. Und die Köpfe müssen rollen bei den verfeindeten Sendern, bei der Konkurrenz. Denn was die für eine Scheiße an Programm verzapfen, das darf eigentlich nicht passieren. Das ist ja schon gar keine Konkurrenz mehr für uns. Wir sind da schon beyond everything. Okay, Detektiv Rockford. The Doors, aha. Auch nicht schlecht. Der mit dem Wolf tanzt. Oh, unglaublich geiler Film. Zu Recht mit Oscars überhäuft. Ist mein Mann in Amerika. 44%. Wir kriegen es tatsächlich. Oh, wir haben keine Werbung rein. Ah! Ich glaube, ich gehe mal erstmal wieder rein. Aber das ist ja Wahnsinn. Wir haben die Leute alle hier bei der Stange gehalten. Wir haben konstant eine Quote über 40% und können damit unsere Camel-Werbung gleich weiter durchziehen. Das ist ja echt fantastisch, dass das hier so gut läuft heute. Das bin ich ja selber schon überrascht. Und das ist ja einfach Wahnsinn hier. Geht weiter mit Camel. Hervorragend. Guckt euch mal an, wie viel wir für eine Prämie bekommen können. 1,5 Millionen. Ja, also so viel Geld. Das können wir schon gar nicht mehr verarbeiten. Guckt euch mal die Quoten an, ja. Diese riesigen Balken, diese Türme, muss man schon fast nennen. Und dann hier zur Konkurrenz. Sun TV, Mad TV, keine Chance. Wir sind die Nummer 1. Und guckt euch mal das Image an. 59%. Wir drängen unsere Konkurrenz an den Rand, an den äußersten Rand, an den schwarzen Rand. Das ist ja einfach nur fantastisch. Jetzt brauchen wir nur noch was richtig Fettes für heute Abend, für 22 Uhr. Wir könnten ja dort einen Actionfilm senden, aber Arachnophobie ist noch nicht so ganz frisch. Wir brauchen irgendwas, aber wir haben nichts.
So einen richtigen Kracher will ich. Aber, na gut, mit Science Fiction können wir vielleicht nochmal kommen. Warum ist E.T. eigentlich schon wieder aktuell? Ja, dafür, dass der uns eigentlich. Ach komm, wir machen wieder E.T. Aber der wird uns auf keinen Fall 40% bringen. Da werde ich schon mal die Juicy Cat Werbung rausholen. Und einmal noch Bar aus. Müssen wir bis morgen Abend auf fertig haben? Oha, das ist schlecht. So viel Schlechtes können wir gar nicht senden, um Bar aus noch zu füllen. Aber okay, einmal schaffen wir es. Oh, Roger Rabbit kriegt jetzt auch leider keine 40% mehr. Deswegen muss die Juicy Cat nach vorne gezogen werden. Juicy Cat, Juicy Cat, Juicy Cat. Und Bar aus. Und dann ist das Ganze durch. Und wir brauchen auf jeden Fall für morgen etwas. Wir können ja eigentlich. Wir sind schon wieder auf Platz 1, ne? Guckt euch mal das an. Guckt euch mal diese Traumquoten an. 60% ist das geil. Wir können eigentlich, weil es einfach so gut läuft, jetzt schon mal in die Produktion der eigenen Show gehen, oder? Also jetzt mal ganz im Ernst, das ist machbar und ich zeige euch jetzt mal, was man alles bedenken muss, wenn man eine eigene Show produzieren will. So, zuallererst muss man in die Buchagentur. In der Buchagentur gibt es Drehbücher. Diese Drehbücher sind natürlich als erstes erforderlich. Wir brauchen erstmal eine heiße Idee, die wir überhaupt verfilmen wollen für eine Show. Dann schauen wir, was es gibt. Das vertrackte Ding. Ja, braucht ein Einser-Studio. Es gibt Einser-, Zweier- und Dreier-Studios. Das sind also die jeweiligen Größen. Oder klar, je billiger und billiger die Show ist, desto kleiner das Studio, desto aufwendiger ist, desto größer kann, muss das Studio sein. Hier zum Beispiel für eine Krimiserie braucht man dann ein Dreier-Studio. Die ist auch hier ein bisschen teurer. Ihr seht das selbst. Terra-Kommando, Dreier-Studio. Wir haben halt nur gerade ein Einser-Studio. Damit können wir im Trend machen oder das vertrackte Ding. Das sind aber eigentlich echt billige Serien. Ja, und ich will natürlich, wir sind hier ein Top-Sender, wir wollen auch weiterhin Quoten über 30, 40% haben. Deswegen können wir jetzt nicht im Trend setzen. Was können wir machen? Wir können in die Raumvermietung gehen und schauen, dass wir uns ein neues Studio holen. Jetzt ist wiederum die Frage, gibt es denn freie Studios? Das ist das, was wir klären müssen. Und der freundliche Mann mit dem Bart und den langen Haaren wird uns jetzt erzählen, wo gibt es denn ein freies Studio? Ja, da kann man überall mal gucken, aber das sind alles Räumlichkeiten, über die er nicht verfügen kann. Hier gibt es aber was. Dieses Studio steht leer. Für 7500 am Tag Größe 2 können wir uns daraus machen. Das ist das Studio, was wir gerade haben. Ja, und darüber kann er jetzt alles nicht verfügen. Was ist das nochmal? Auch nix. Tja. Ihr seht, das Angebot ist nicht besonders groß. Wir haben hier nur zwei Studios mit der Stufe, mit der Größe 2, wollen aber eigentlich, um richtigen Blockbuster zu senden, richtigen Blockbuster selber zu produzieren, wollen wir natürlich ein Studio der Größe 3. Was können wir tun, um so ein Studio zu bekommen? Und man kann tatsächlich was tun. Und zwar kann man, sobald es wieder einen Bombenanschlag gibt, und das wird auf jeden Fall noch passieren, kann man hier auf der Hinweistafel mal wieder richtig schöne Sachen freibomben. Wir können also zum Beispiel irgendetwas wie das Psychiaterbüro, ja, also etwas oder die Friedensliga, irgendetwas, was jetzt gerade durch NPCs, um es mal so zu nennen, besetzt wird, können wir dadurch freibomben, indem wir die Hinweistafel durchsenden und dann durchmischen. Und dann kommt ein Studio, wird ein Studio frei, hoffentlich dann auch der große G3 und dann können wir dieses Studio dann besetzen. Also, ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, aber es lohnt sich. Und um das Ganze auch zu timen, damit wir auch überhaupt wissen, wann mal wieder ein Bombenanschlag am Start ist, müssen wir natürlich die News im Auge behalten. Das ist immer etwas, was wir jetzt, wenn wir eine eigene Show produzieren wollen, auf jeden Fall im Auge behalten müssen. Hilft ja nichts. Wenn wir ein großes Studio haben wollen, müssen wir auf die Terroristen bauen, müssen wir auf die Bombenanschläge bauen. Und das ist auch das, was ich tun werde. Also immer mal gucken, was die News machen. Das ist jetzt quasi die Roadmap. Gucken, was die News machen. Punkt 1, die Bombenanschläge leiten. Punkt 2 und dann das große Studio kaufen. Punkt 3 und dann produzieren wir unsere eigene Show. Das ist die Roadmap, das ist der Fahrplan. Und für jetzt müssen wir erstmal unser schönes Geld, welches wir haben, 475.000, in einen schönen Film investieren für das nächste Mal. So, hier gibt es wie immer nur Scheiße. Deswegen, der mit dem Wolf tanzt, wird hier als Komödie klassifiziert. Das ist nicht ganz zutreffend, finde ich. The Doors, das ist alles jetzt irgendwie nicht so. Historische Verfilmung, Love Story, bleh. Es war einmal in Amerika.
Ja, da fehlt mir jetzt 4000 zu. Ne? Das ist natürlich auch echt bitter. Wollen wir das nehmen? Irgendwie Nachrichtenfieber. Wir nehmen einfach mal. Oh, jetzt habe ich gar nichts genommen. Toll. Aber irgendwie, die Filme waren auch nicht so richtig geil. Also ich wollte eigentlich jetzt ab sofort nur noch die absoluten Top-Filme kaufen. Aber man muss natürlich auch sagen, jetzt bin ich langsam ein bisschen zu wählerisch, denn jetzt habe ich gar keine neuen Filme gekauft. Und das heißt natürlich, dass ich wieder mal alles aufwärmen muss. Und Wiederholungen bringen natürlich jetzt nun gar nicht gute Quoten. Das ist natürlich auch klar. Deswegen müsste ich jetzt eigentlich von meiner wählerischen Art etwas Abstand nehmen. Aber mal schauen, wie weit wir mit dem, was wir noch aufkochen können, weiter, ja, handhaben, weiter handeln können. Mal schauen, was passiert. Morgen wird der Sammy für die besten News vergeben. Und jetzt passiert etwas, was wir bisher noch nie gehört haben. Fred, ich will, dass wir die Größten sind. Sie sind der Mann dafür. Positive, lobende Worte von unserem Chef, das bekommt man erst, sobald die Quote, sobald das Image so hoch ist, dass wir überhaupt auf seinem Plan stehen. Ja, bisher war es ja tatsächlich so, dass er uns immer die Hölle heiß gemacht hat. Egal, wie gut wir eigentlich waren, ziemlich fett. Aber jetzt ist es so, dass wir so groß im Geschäft sind, dass das kein Problem mehr dasteht. Unser Image beim Chef ist jetzt quasi auch besser. Und das ist doch auch mal was Gutes. So, wir senden den einzigen Zeuge vor am Krimi. Und unser Image ist, wie ihr sehen könnt, jetzt über 60%. Und das ist wahrscheinlich auch so eine Art Richtwert. Sobald das Image über 60% ist, ist auch das Image beim Chef besser. Selbst der freut sich jetzt. Und selbst der ist uns jetzt etwas wohlgesonnener. Das ist natürlich schön. Damit können wir dann auch ganz entspannt in die Zukunft gehen, in die Zukunft blicken. Und wir senden jetzt alles alte Filme, aber schon auch Top-Filme dabei. Mal gucken, wie wir unsere Werbeblöcke hier am besten an den Mann kriegen. Bar aus muss bis Tagesende durch sein. Das heißt, ich muss jetzt leider irgendwas damit auch verhunzen. Das mache ich jetzt einfach ganz am Anfang, dann sind wir das nämlich los. Dann können wir hier die Juicy Cat heute auch noch fertig machen. Da gibt es wieder schöne Kohle. Ich hoffe mal, dass Hudson Hawk, immerhin Film mit 314.000, der uns gekostet hat, dass wir dadurch vielleicht 40% damit die Camel-Werbung durchbekommen. Das heißt, wir kriegen wieder großes Geld. Und können sogar uns noch eine weitere Werbung holen. So, News habe ich ja eben gerade noch frisch erstellt. Gibt es schon wieder was Gutes? Allgemeine Zustimmung zur Rede, das ist auch sehr, sehr schön. Wo haben wir das? Das war hier die Rede vom Parlament in Berlin, in unserer Hauptstadt. Und das werde ich dann auch gleich nochmal. Hier steht überall, die letzte Produktion wurde nicht gesendet. Ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist, ehrlich gesagt. Irgendwie klicke ich immer vielleicht auch durch Zufall, aus Versehen auf irgendetwas. Egal. Soll uns nicht weiter kümmern. Wir kümmern uns erstmal um unsere Spots hier. Bitte keine Kultur oder Show. Also einen 20%igen brauchen wir auf jeden Fall erstmal. Ich würde mal sagen, dann nehmen wir erstmal SSI oder den China-VOG. SSI ist halt auch schon geil. Sind zwar 7 Spots, aber guckt euch das mal an. 800.000 Prämie. Ja, das ist natürlich nicht schlecht, nicht verkehrt ist es. Den hole ich mir ins Haus. So, wie sieht unsere Quote aus? 28%. Leider kann man immer nur den nächsten Spot in geschlossenen Räumen sehen. Ihr seht es hier, wenn ich jetzt hier hinklicke, passiert nichts, wenn ich meine Maus darüber fahre. Aber wenn jetzt in einem geschlossenen Raum sieht man, wie der nächste Spot ist. Aber wir haben ja in weiser Voraussicht hier den 20%igen Gesetz. Das heißt, das ist durch. Aber Sun TV gewinnt tatsächlich wieder und ist tatsächlich hier Quotenkönig im Vorabendprogramm. Aber Matt TV, oh, 11%. Ja, ich glaube, der Laden, der wird bald dicht gemacht. Jemand von euch hat gesagt, dass unter 10% schon jemand rausgeschmissen wird. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich dachte eigentlich erst bei 0%. Wir werden es sehen. 11% ist auf jeden Fall schon sau wenig. Mal gucken, wie lange Matt TV überlebt. Vielleicht werden wir noch innerhalb dieses Let's Plays das Ende von Matt TV erleben. Das wäre natürlich schon eine krasse Sache. Sendeausfall bei Sun TV. Das ist ja echt witzig. Habt ihr das gerade gesehen? Haben keine Werbung gesendet. Oh Mann, die sind echt bescheuert.
Oh, Hudson Hawk. 60%. Also, damit ist selbst die Camel-Werbung weit überboten. Das muss man sich mal vorstellen. 60%. Und das ist tatsächlich, es lohnt sich wirklich mal richtig, richtig einzukaufen. Ja. Über 300.000, da hat man einfach Blockbuster, die so krass am Start sind, dass es hier echt keine Probleme wird, selbst die höchste Werbung, selbst die Werbung mit den meisten Anforderungen zu senden. Das ist einfach nur genial. Und hier sehen wir es, da wird schon Terra XY gesendet. Selbst den Paten stecken wir locker ein in die Tasche. 10%, es wird bedrohlich für MadTV und wir sind mal wieder die Quotenkönige. Hervorragend und guckt euch unseren Kontostand an. 812.000, jetzt kann ich mit so einem finanziellen Polster shoppen gehen, das einfach nur noch hervorragend ist. Zwischendurch können wir nochmal kurz in News gucken. Ich will mal wieder einen Bombenanschlag. Ich will nämlich ein großes Studio haben, aber das sei mir noch nicht vergönnt. Es kann übrigens auch sein, dass wenn hier einer rausgeworfen wird, zweite Möglichkeit, nicht nur durch Bombenausschläge, sondern auch durch Rauswürfe, sind wieder freie Ressourcen frei. Sind wieder Ressourcen frei, sind wieder Räume frei, Räumlichkeiten, die wir dann besetzen können. Das heißt, das ist auch immer wieder möglich. Und jetzt gucken wir aber erstmal, was unsere nächste Quote bringt. Auf 45%, das ist safe. Und das, obwohl hier schon ein Erotikfilm läuft. Emanuel 6, meine Herren, jetzt versucht das MadTV mit allen Mitteln. Aber ihr seht, selbst mit Erotik ist hier kein Blumentopf zu gewinnen. 22% immer noch auf dem letzten Platz. So, jetzt aber zu unserem Einkauf. Dick Tracy, Monumentalfilm, 4 Blocks, $502.000 nehmen wir. Ist gekauft. Das ist mal wieder ein riesengroßer Film. Und wir können dort auf jeden Fall mit hohen Quoten rechnen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Also das ist und auch schön. 4 Blocks haben wir gleich mal von 20 Uhr 4 Blocks raufgerechnet. Echt das Beste im Programm, was es gibt. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. So, mal kurz in die News-Sektion reinschauen. Wird heute nicht das Hemmi für die besten News vergeben? Oder bin ich da fehlinformiert? Wir gucken mal gleich, was Betty sagt und macht und tut. Auf jeden Fall sind wir gleich unsere nächste Camel-Werbung. Unsere letzte Camel-Werbung wird gleich gesendet. Und guckt euch den Kontostand an. 1,7 Millionen. So viel Geld hatten wir noch nie. Das ist das absolute Brett. Und selbst unsere News laufen hier hervorragend. Ich gehe mal zu Betty und werde mal ihren kleinen Besuch abstatten. Übrigens auch unser Love-O-Meter läuft hier sehr, sehr gut. Arachnophobia, auch 47%. Also langsam brauchen wir gar keine 20%ige Werbung mehr, wenn wir immer so geile Sachen hier am Start bringen. Und unser Bild hängt am höchsten. Der Sammy für die besten News hat hier noch gar keinen Balken. Wird er doch erst morgen vergeben und nicht heute? Das kann durchaus sein. So oder so sind wir hier die absolute Nummer 1. Emmanuel oder Letzte Kaiser stinkt ab gegen Arachnophobia. Steven Spielbergs FSK 18 Action Horror Klassiker. Hervorragend. Wir gehen wieder in unsere Chefetage. Apropos Chef, wir können jetzt unsere gesamten Kredite abbezahlen. Ja, 200.000, das ist ja für uns jetzt mittlerweile Peanuts. Da machen wir unseren Chef noch glücklicher. Und dann sage ich Herrn Mr. Raffa, ich will meinen Kredit zurückzahlen. Alles ran an die Arbeit, Gottlob schuldenfrei, 1,5 Millionen und 0 Kredit, hervorragend. Wir sind finanziell gesehen absolut auf der Höhe und nicht nur so. So, Sowjetrussland, auch nochmal die aktuellen News in den Blog reingesetzt. Wir gehen in unser Büro und schauen, was wir dort noch machen können. Jetzt eigentlich scheiße, dass ich diese SSI-Werbung am Start habe, oder? 7 Blogs muss ich jetzt alle senden mit 20%, obwohl ich ja eigentlich viel, viel mehr könnte. Aber, na gut, da müssen wir durch. Aber ich würde mal sagen, wir können uns auch nochmal eine 40%ige Werbung leisten. Ja, genau, und manchmal schaffen wir nämlich auch nicht die 40%. Das ist eigentlich ganz, ganz gut. Dieser gute Mix im Moment gerade. Mal 40er, mal 20er. Wir gehen aber zu Perningham und... Obwohl, jetzt muss ich euch mal einen Trick sagen. Es ist jetzt schon MadTV für fortgeschritten, ne? Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Es gibt ja auch diese Fristen. Man muss ja auch bis zu, in einer gewissen Anzahl von Tagen, muss man ja auch seine Werbung senden. Ne? Und es macht eigentlich, so ein ganz, ganz kleiner Tipp mal von mir, nicht Sinn, jetzt sich nachts irgendwie noch Werbung zu holen. Denn dann seht ihr hier zum Beispiel, man müsste jetzt 2 Spots in 2 Tagen machen. Wenn ich mir jetzt diese Werbung hole, ist der erste Tag ja schon heute. Ja? Deswegen mache ich das natürlich dann morgen früh. Hab ich dann, wie gesagt, ich muss ja jetzt heute sowieso keine Werbung mehr senden. Hab dann noch einen Tag mehr sozusagen, um die Werbung zu versenden. Und dann ist das alles eigentlich besser getimed. Mal so als kleiner Tipp. Ja, was machen wir denn noch?
Gott, wir haben so viel Geld. Es ist ja einfach nur, ist einfach nur fantastisch. Lass doch mal in die Buchagentur gehen. Vielleicht gibt es ja noch eine gute Show, die tatsächlich auch in einem Zweierstudio machbar ist. Dann holen wir uns ein Zweierstudio. Gucken wir mal, was es hier nochmal gibt. Ja, Jay Miller. So eine Krimiserie, das wäre halt schon geil fürs Vorabend, für den Vorabend, fürs Vorabendprogramm. Ja. Nee. Wir brauchen Dreier. Es hilft ja nichts, ja. Wir brauchen dieses Dreierstudio. Also mit weniger müssen wir uns gar nicht mehr zufrieden geben. Da sind wir schon viel zu groß, als dass wir dort uns mit weniger begnügen müssen. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Dick Tracy ist immer noch gekauft. Eine Krimiserie könnten wir uns, aber 6 Folgen ist ein bisschen wenig, finde ich. Ja, unsere kleine Farm auch ganz, ganz groß. Ne, wir behalten das Geld. Wir nehmen das Geld. Wollen wir nochmal gucken, ob MetTV tatsächlich unter 10% ist? Tja, dann wär's das mal, wa? Oh, Fernseher gerade ausgemacht. Falls ihr euch gewundert habt, was passiert, wenn man auf den grauen Knopf drückt. Da schaltet man die Glotze aus. Das machen wir aber nie hier. So, guck mal, wie das Image ist. Er ist unter 10%. Also wenn er morgen fliegt, dann ist eure Theorie richtig. Dann reicht es aus, wenn man unter 10% ist, um den Kopf zu verlieren. Unser Kopf ist jedenfalls absolut sicher. Aber das Ende von MetTV. MetTV ist ja der rote Sender. Also nicht nur das Spiel heißt so, sondern auch der rote Sender hier im Sendehaus, im Sendezentrum. Das Ende von MetTV könnte tatsächlich heute besiegelt worden sein. Und wir werden mal den morgigen Tag abwarten, um zu schauen, ob er gleich von seinem Chef gefeuert wird. Der Archie, der Leiter des MetTV, des roten Senders. So, alle drei kommen hin. Wir sind zum Glück immer die Ersten im Fahrstuhl. Ja, gute Sprinter. Und mal gucken, was unser Chef sagt. Ja, oh. Wieder gute Worte, positive Worte, nette Worte. Ich will, dass wir die Größten sind. Sie sind der Mann dafür. Und es ist doch nicht so. 8% ist immer noch genug. Der Kopf rollt nicht. Normalerweise würde er jetzt gerade rausgeschmissen worden sein. Aber das ist nicht passiert. Das heißt, wir müssen unseren Freund Archie, unseren Konkurrenten Archie, noch an die 0% drücken. Sonst wird er nicht den Kopf verlieren. Aber das wird dann eine Sache sein, die wir im nächsten Let's Play machen. Jetzt senden wir erstmal einen Vorabendkrimi. Können wir gar nicht machen. Deswegen müssen wir wieder Star Trek senden. Oh, das Vorabendprogramm ist doch nicht gerettet. Es ist im Arsch. Aber wir speichern und sehen uns das nächste Mal wieder.